Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 LS PDFH. Und wir befinden uns gerade hier Algonquin Boulevard, Ecke Marina Drive in Sandy Shores in unserem wunderschönen LA County Sheriff Pad. Heute mal mit anderem Kopf, glaube ich, als sonst. Und es ist etwas bewölkt und es ist morgens 5.03 Uhr. So, nimm den Kaffee wieder hoch, mein Lieber. Und ich würde sagen, wir nehmen mal jetzt lieber den Kaffee weg. Genau, perfekt. Einfach ein bisschen die Umwelt verschmutzen. Ja, wir machen heute eine kleine Patrol hier in Pelido, nicht Pelido Bay, in Sandy Shores, beziehungsweise, wie hieß die andere Stadt da hinten? Wie hieß die? Die hat doch Sandy Shores, Grapeseed, oder? Ja, in Grapeseed. Willst du schließen? Genau, in Grapeseed. Und ich wollte diese Patrouille mit diesem Jahr, mit dieser Tageszeit und alles schon ewig machen. Aber kam es nicht dazu. Was wir machen werden, ist einmal unseren Kofferraum durchsuchen und unsere M4 und unsere coole Sicherheit rauszuholen. Und zu guter Letzt werden wir das hier noch zu einer First-Person-Folge machen. Also, rein in die First-Person, rein in den CVPI. Starten und los geht's. Kurz nochmal. Alles klappt perfekt. Und viele von euch haben angefragt, eine Sheriff, bisher nicht ein Sheriff, sondern eine SWAT Patrouille zu machen. Das will ich auf jeden Fall machen. Die Sache damit ist nur, wenn wir sie jetzt machen, können wir nur normale Callouts machen. Sheriff, und dann halt eben als SWAT auftauchen. Was nicht unbedingt. Willst du blinken? Blinkst du mal? Hallo? Hat sich More Control 5 gerade verabschiedet? Keine Ahnung. Jetzt geht's auf jeden Fall, hab ich nur hier in dem mal gekonnt. Okay, wir stehen noch mit der Straße. Tut mir leid. So, danke fürs Vorfahren lassen. Ich habe dir gar nicht die Vorfahrt genommen. Das Problem ist damit ist, dass wenn wir das machen, würden wir jetzt nochmal normale Karten nehmen. Aber es kommt mit LSPDFA 3.0 eine neue Mod raus, die richtig coole Callouts macht fürs SWAT-Einheiten, die dann auch wirklich eine ganze Folge lang gehen. Und dann würde ich eigentlich eine Folge SWAT machen, dachte ich mir. Das wäre doch ganz cool. Was wir jetzt noch machen vor dem Update, beziehungsweise dieses Mal ist vielleicht, wir könnten noch eine Patrouille zu Fuß machen. Die Helikopterpatrouille wolltet ihr auch, die können wir auch noch diese Woche machen, wenn ihr wollt. Und biegen wir mal hier links ab Richtung Grapeseed. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, ob ihr diese Woche die Helikopterpatrouille wollt. Und ja. Übrigens, am Freitag wird ab 18 Uhr LSPDFA gestreamt. Mal sehen, was wir da machen. Ihr könnt auf jeden Fall wie immer mitentscheiden. Link dazu ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. twitch.tv/germancom. Genau, wirklich frei. We've got a wanted felon execute on arrest warrant. Sanchianski Mountains. Das holen wir uns. Female Tina Venito. So, wollen wir mal unser Blautchen Sirene, ne? Das Ruckeln sollte gleich aufhören, Leute. Keine Sorge. Solltest du nicht aufhören? Dann muss ich einmal kurz das Spiel minimieren, dann sollte es klappen. So, Tina Venito. Sie ist zu Fuß noch. Scheint zu. Sie ist auf der Flucht. Zentral verfolgen die gesuchte Tina Renito südlich auf dem Union Drive. Läuft entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Wir bräuchten hier einmal bitte eine Lokomotive, die uns beim Zugriff hilft. Wir wissen nicht, ob die gesuchte möglicherweise bewaffnet ist. Oder irgendwo mal neben ihr. Ja, ihr hättet uns auch helfen können, wisst ihr? So, okay, sie läuft jetzt hoch. Das ist jetzt gar nicht nett. Das gefällt mir echt nicht, wenden wir einmal. Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. Aufpassen, Leute. 10-4, copy that. Target heading northbound on Union Road. Aufpassen, da kommt ein Zug, lass dich nicht überfahren. Suspect is proceeding on foot. Okay, Ziel ist jetzt an den Schienen, werden gleich aussteigen. Fahren vor sie und werden aussteigen. So. Okay. Okay. Ja, kriegt ihr sie? Eyes on the target, moving to engage. LA County Sheriff, Hände hoch. Oh, der war nice. Ja, wir hatten sie, aber tasert sie lieber nochmal. Nehmt ihr sie oder nehmen wir sie? Wir nehmen sie? Okay. So. So hinkriegen und die Hände der Kopf verschränken, nur der schieße. Sie kennen das ganze Prozedere bestimmt, sie sind eh gesucht. Also. Ich werde die ganz. Okay, ich werde jetzt. Oh Mann.
Oh Mann, das sind jetzt voll in die Ruckler, aber komplett. Ich werde einmal das Spiel hier nach minimieren und dann geht das gleich wieder. So, gut. So, jetzt geht das alles perfekt. So, dann wollen wir für die Tina Renito, wollen wir einen kleinen Prison Transport mal anfordern. Venito, nicht Renito. Tut mir leid, ich habe dich die ganze Zeit falsch genannt. Ja, lass mich mal aufschlossen. Oh, nicht auf die Schiene, nicht auf die Schiene. Wir können hinzukommen. Ups, tut mir leid. Korrupte Kopffolge wollt ihr auch mal haben. Machen wir irgendwann mal. Machen wir irgendwann mal. Wollt ihr alles haben? Ja, wir warten nochmal kurz auf noch auf die Unit, die da hochkommen sollte im 215 Suburban. Na, wo bist du? Hier unten müsstest du gleich sein. Genau, da kommt unsere Suburban Unit. Oh, sieht wunderschön aus da vorne. Der macht ja einen Terror mit der Hupe. Gut, danke Officer fürs Wegnehmen. Dann wollen wir mal wieder in unseren CVPI steigen. Und dann haben wir auch schon den ersten Fall für heute. Achso, das war ein anderes CVPI. Haben die auch. Achso, die wollt ihr rauf. Warte, ich mach mal kurz Platz. Gut, das war ziemlich knapp. Hier werde ich mal kurz aus der First Person rausgehen. Ja. So. Wir haben noch den Warnblinker an, den machen wir aus. Aufpassen, dass wir nicht in unsere Kollegen hinten rein crashen. Einmal rechts rum. Nicht crashen. So, die fahren da lang, die fahren da lang. Wir fahren einfach den Weg hier zurück. Auf den Schienen will ich nicht unbedingt fahren. Das kann unter anderem schießen. Armed Car Robbery. Union Road. In Progress, das holen wir uns. Okay, Wegflüger. Roger that. Approach with caution. Armed Car Robbery. Okay, nehme ich mal bewaffneter Fahrzeugdiebstahl und nicht irgendwie Diebstahl in einem bewaffneten Fahrzeug. Okay, das gilt noch nicht als Dings, noch nicht als Pursuit. Also wahrscheinlich noch nicht im Pursuit-Modus. Ich weiß nicht, was das heißt, dass da unsere zwei Blips sind. Vielleicht, dass die dahin wollen und wir sie sozusagen. Das kann sein. Dass die sozusagen die klauen wollen, wir sie sozusagen schützen. Das kann sein. Weg da. Oh Gott, das war sehr gefährlich für uns, für den Cherokee da zu fahren. So, lass uns mal da weg. Ach so, ja. Ah, okay. Armed Car Robbery ist, Versteher. Wir müssen hier den Group 6 Decade. Also, bis Group 6 heißen die hier auch direkt, glaube ich. Ja, Gruppe 6, den Wagen hier beschützen und von hinten dürften gleich eigentlich Einheiten anrücken, unsere Gegner anrücken. Hier kurz sozusagen Begleitschutz geben. So. Also wir wissen, dass er getroffen wird. Wir tun mal so, als würden wir nicht von wissen, wir nicht wissen, von wo. Wow, wenn du ein bisschen schneller fahren könntest als 20 Meilen pro Stunde, wäre das grandios. Was kommt? Da kommen sie von hinten. Oh fuck. Okay, die sind schwer bewaffnet. Oh fuck. Okay, da wollen wir schnell mal zu unserem Karabiner greifen. Karabiner. So, runter. Daneben nicht, dann spray ich euch eben alle runter. Hände hoch. Dann nicht. Meine Güte, fliegt die. Holy shit. AKs, UMPs. Aufpassen, weg hier bleiben. Weg hier. Sitzt da noch jemand drin? Tot. UMP, AK. Oh Mann, das ist ziemlich schnell eskaliert, aber wir haben es gut hinbekommen. Dank unseres Karabiners. So. Geht's den Officers gut hier drin? Okay, sie haben das Fahrzeug verlassen. Wir brauchen immer einen Towtruck auf den Group 6 Stockade hier, Union Road Ecke Main Street in Grapeseed. Ne, Union Road Ecke Jode Lane. Achso, das ist wahrscheinlich das gleiche. Da brauche ich mir mal einen Towtruck auf den Speedo mit dem Kennzeichen. Da wird der Group 6 Stockade abtransportiert. Mit dem Kennzeichen 46 Echo Echo Kilo 572. Dann nochmal hinten schnell das Heck durchsuchen. Bevor der abgetransportiert wird. Hopp, schnell. Nothing of interest, okay. Der wird da durchgehen. Und wir bräuchten noch einen Corona an der Ecke. 4 Ziele sind tot. Aber wir bräuchten noch einen Towtruck, denn hier haben wir noch einen verlassenen Wagen. Fahren für Ziele, Zivilisten. Cool. Ein Drugrunners. Das ist übrigens die UMP-Fassine. Und die AK, die glaube ich auch noch nicht. Die ist ziemlich cool, weil die hat hinten keinen Stock. Ein bisschen Gangster-Style. Und unsere Mossberg 5. Nein, die das 5-7 habe ich glaube ich auch noch nicht gezeigt. So, wollen wir mal einsteigen. Aufpassen, hinter uns ist ein Lüfter. So, da kommen unsere Corona. Warnblinker. So, Blaulicht reicht. Wir wollen mal hinten. Ist er kaputt? Ne, perfekt.
Wir steigen mal hinten nochmal in unseren Kofferraum. Wir steigen nicht in den Kofferraum, wir gehen an den Kofferraum, eher gesagt. Und holen uns nochmal unsere neue coole sichere Weste raus. So. Dann müsste das alles gut sein. Der Wagen ist zumindest schon mal abtransportiert fast. Wollen wir den nochmal zumachen hier. So. Vielleicht transportieren sie ab. Hier ist noch eine Tür offen. Wir wollen natürlich nicht, dass jemand gerammt wird, aber Fahrt über sie rüber macht ihr perfekt. Drei Leichen sind es noch. Jetzt noch zwei. Klick. 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 Warten wir noch kurz, bis die weg sind. Danke, Sir, fürs Stehenbleiben. Sehr, sehr chaotisch hier gerade. Und dann noch die letzte Leiche, dann können die auch gehen, aber die ist unter dem, aber das klappt hoffentlich. Alles perfekt, perfekt. Gut, dann können wir, denke ich, wieder in unser CVP einsteigen. Dann sollte hier eigentlich alles weg sein. Wir machen unser Blaulicht aus. I'm feeling hungry now, let's get a bite to eat. So, den Traffic Alert wollen wir nicht haben. Gut, dann sollte da alles frei sein. Okay, perfekt. Zweite Callout und wir haben gegen vier bewaffnete, warte, 1, 2, 3, 4, ja, gegen vier bewaffnete Leute und wir haben nur die Hälfte unseres Kevlars verloren. Das ist doch eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Aber unsere, na, wobei, vielleicht haben wir es auch mit der Shotgun geschafft, aber mit Pistole wäre es ziemlich schwer gewesen. Ich denke, wir werden, sobald es bei LSPDFA mal einen Hardcore-Mode gibt, also dass man sozusagen nach einem Treffer auch zur Seite gibt, so wie die ganzen anderen Pets, ich denke, das werden wir reinmachen dann, weil wir sind jetzt so eingespielt sozusagen, dass das dann uns ab und zu zurecht wird. Ah, ne, fahren wir mal rechts hier. Nach Grape sieht rein. Alles frei. Oh. Jetzt sind wir hier, den Airport, McKenzie Airfield, Grape Seed, San Andreas. Alles gut, da drüben sieht man Sandy Shores und die bewölkten, nicht bewölkten, aber die Büschen, verschneiten, eher gesagt. Berge 5 vor 15. Und wir biegen hier mal rechts rein. Auf diese kleine Nebenstraße. Ja, bei McKenzie Airfield. Sehr schick auf jeden Fall hier. Alles gut soweit. Kidnapping in progress. So, Blaulicht an, Sirene brauchen wir noch nicht. Aufpassen, Slidey Cars. Durch das Dings. Wir brauchen nämlich mal eine Lucky Asphalt Unit und eine Lock Patrol Unit, die uns hilft. Fahren wir mal rechts lang und dann können wir unsere Sirene anmachen, da an dem Audi vorbei. So, und hier fahren wir erstmal mit Blaulicht und Sirene schnell lang. Ich glaube, er kommt in unsere Richtung. Nicht überschießen die Kurve. Okay, wollen wir mal lieber schnell an unsere Pistole gehen. Ah, fuck, okay, das klappte gar nicht. Das ist irgendwie GTA noch, dann geht der schon immer blöd gewesen mit der Pistole raus und nach dem Auto aussteigen. Okay, auf jeden Fall, er ist ziemlich schnell unterwegs. Wir folgen einen Ingot westlich auf der Main Street in Grape Seed. Sehr knapp an den ganzen Autos, fast hier ziemlich viel Sachschaden angerichtet, aber geht noch. Unsere Location lässt sich nicht sehen, deswegen holen wir nochmal zwei. Hier schön vorsichtig durch. So, dann brauchen wir mal einen Playcheck. Jetzt war ein Playcheck auf einen grauen Ingot. Kennzeichen 80 Juliet Zulu November 169 haben wir CHP, das uns aushilft. Und ihr wolltet, dass ich Request to Pit immer mache. Also wollen wir das mal machen. Aber das mache ich eigentlich nie, weil es dann das PIT wird dann ohne Slice Tax Pilot Mike Perry. Weil dadurch geht es in irgendwie so einen komischen Modus und dann kann man die nicht richtig PIT'en, aber ich kann es nochmal die Folge machen. Gucken wir mal, vielleicht da irgendwo besser waren. Wobei, jetzt geht's doch eigentlich. Oh, und ein sehr schwerer Pit-Manöver, das die auch verletzt hat. Denke ich, bisschen zumindest haben sie es sehr drin gespürt, vor allen Dingen die gekidnappte. Vermutlich gekidnappte. So, okay, der macht sich jetzt, der lässt das ziemlich schwer werden, aber hier haben wir einen sehr guten Bereich, um zu PIT'en. So, dritter Versuch. Fuck, gehen wir mal hinten ran. Oh! So, LA, CHP. War nicht CHP, LA County Sheriff. Okay. Zentrale, Ziel am Boden. Sinnfrei. Geht's denn gut? Ja, gut. Okay, Waffe können wir einstecken. Zentrale. Mike Posner. Egal, was, warum gehe ich immer zu den Autos und mach so? Jedenfalls, ja, Zentrale, Ziel am Boden, nördlich auf der Grape Seed Avenue. Wir durchsuchen den Wagen einmal. Vulca Ingot. Hinten durchchecken, vielleicht finden wir noch irgendwas, was uns nicht gefällt.
hinten nix. Rechte Seite vielleicht. Oh, halt. Ich hoffe, ich kriege einen Copyright Strike, aber das sollte eigentlich leise genug sein, dass ich es nicht kriege. Danke, Officer, fürs Helfen. Rechts auch nichts. Oh, doch, Forge Elikas. Endchef, sorry, Officer. Zwei Sachen. Das ist nicht so gut. Und in der linken Seite bei der Leiche und können wir gleich noch die Leiche mit durchsuchen. Ah, da ist nichts. Gut, dann bräuchten wir einmal einen Tow Truck. You need to remove the driver first. Nein, alles gut, Lady. So, raus mit dir. Gut, dann bräuchten wir einmal einen Tow Truck und einen Corona. We've got a wanted felon on the loose. Corona Service bräuchten wir auch noch. Target is sorry. On foot. Welcher war denn unserer? Welcher ist unser? Wartet, wir haben den PIT'd. Dann müsste das eigentlich unser sein. Warte, wir können nach den Spuren gucken. Vorne sehr viele Spuren. Und kaputt vorne. Das könnte. Oh Mann, die sind beide vorne kaputt. Warte, wir haben den mit der rechten Seite PIT'd, oder? Ja, wir haben mit der rechten Seite PIT'd. Also, okay, erschrecken die. Das wusste ich die ganze Zeit, dass das unser Wagen ist. Gut, die sind abtransportiert, da kommt die Corona. Der Copyright Strike ist weg. Solange noch nicht drin ist. Wunderbare Arbeit, Sir. Wunderbare. So, Blaulichter und Sirene aus. Wir verlassen mal diese Stelle hier und überlassen das dem anderen Officer und den Corona. Die machen das schon. So, wollen wir einfach ein bisschen schneller als erlaubt fahren. So wie gestern mit der Corvette. Weil das so super geklappt hat. Ja, aber der Grund zum Crashen sollte in der Theorie. Fahren wir mal geradeaus. Weg sein. Das soll gefixt sein. Das müsste Wilderness Callouts gewesen sein. Oh, wunderschön, Leute. Vehicle uses occupants wanted, sonst chance gehen wir ins Shootout. Ah, nee, danke euch nicht. So, fahren wir mir Richtung. Ah, Leuchtturm. Wunderbar, wollte ich so nehmen. Ich wollte die Kurve weit nehmen. Ja, also der Grund, warum es crasht ist, sollte gefixt sein und tut mir leid. Das ist aber manchmal, finde ich einfach nicht die Zeit, um 5 Stunden lang irgendwie zu suchen. Warum? Ich hatte einmal irgendwie 3-4 Stunden lang gesucht oder so, warum das crasht, aber dann habe ich es am Ende doch gefixt. Nee, ich habe alle Monster installiert, so war das genau. Komm, hier will ich einmal gucken. Assistance Medical Escort required, Sanchez, gemacht. Requesting Escort on Catfish View. Oh, geil, hier war ich. Hier war ich zwar schon, aber ich habe nie den Blick genossen, vor allen Dingen nicht im Winter. Oh, voll nicht so. Ah, nein, das wollen wir auch nicht. Nehmen wir unseren Kaffee in die Hand. Wunderschön, Leute. Kommt, jetzt müssen wir, das muss ich jetzt machen. Ich bin so ein Screenshot-Guy. Also müssen wir das machen. Hier noch ein bisschen nach links. Nicht runterfallen, bitte. Die ist ein bisschen frisch, das Meer. Die Meere. Die Meere ist frisch. Oh, sieht cool aus. Kommt. Nice. Gut, das musste ich jetzt kurz machen, Leute. Aber weil das Bild so schön war. Dann können wir den Kaffee auch wieder runternehmen, einfach ein bisschen die Umwelt verschmutzen und dann geht das wieder rein in die First Person. Einmal rüberrutschen, danke, rein in den Wagen. Und wollen wir ihn einmal kurz repairen, denn wir haben ihn ein bisschen beschädigt vorne. So, zurücksetzen und wieder geradeaus. So, wir sind bei 20 Minuten fast, alles gut. We have a traffic alert. No drug runners. Das machen wir mal. So, MPI halt ist for international drug dealing. Intercept the drugs run. Drug runners wurde jetzt unter Heck ausgebrochen. Ist er weg? Ja. Holy fuck, war das knapp. Okay, dann wollen wir mal schnell mit Blaulicht ranfahren, sodass der vorne das nicht bemerkt. Da rechts ist er gefahren. Was verfolgen wir denn überhaupt? Wie können wir die markieren? Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, ich hab vergessen, wie wir die markieren konnten. Stand da eben. Haha. Oh, ja, passt alles, danke. Folgen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Wie können wir das markieren? Ich probiere mal alles durch. So, dann wollen wir auf jeden Fall mal die anhalten. So. Gut. Non-Drug Runners. So, den Zentrale bräuchten wir erstmal Traffic Backup, Correct Vehicle, yes. Und Request K9 Unit brauchen wir auch noch. So. Playcheck auf und Fahrzeug mit Kennzeichen 02
Quebec, Sierra Tango 55. Oh! Zwei Einheiten sind auf dem Weg. Da kommen sie hinten. Warten wir noch kurz, bis die beiden da sind. Und da haut er ab. Zentrale, wir haben noch von gehört. Nein, Mark Evidence. Okay, gut. Einfach jetzt die eine Markierung gesetzt, damit wir das kriegen. So, Gott sei Dank muss Marco am Leben. Jetzt wollen sie natürlich weg. Oh Gott, bisschen zu weit in der Kurve. Und da ist LSPD gecrashed. Das passiert manchmal durch Custom Callouts, Leute. Da kann ich leider auch gar nichts machen. Solange es aber nicht das Spiel ist, ist das ja eigentlich ganz okay. Wir werden einfach mal ganz schnell hier zur Dings fahren. Aha, aha, lasst mich kurz Load Plugin. Dann zeige ich euch, dann seht ihr mal, für alle, die wissen wollen, wie das geht. Also hier, Load Plugin, das bla bla bla. Also für alle, die wissen wollen, wie man reinkommt hier in Grand Cherokee. Wie man sozusagen LSPDV startet, ihr gebt einen Load Plugin, LSPD First Response und dann fahrt ihr. Ohne zu crashen. Nein, ist egal, ob ihr crasht. Aber wir machen es ohne zu crashen. Zur nächsten Polizeistation. Oh Gott. Fuck, falsche Taste gedrückt. Das war knapp. Tschump. Zur nächsten Polizeistation. Da. Link zu LSPDV ist natürlich unten in der Beschreibung. Genauso wie zu Rage Plugin Hook. Das braucht ihr auch dafür. Das ist dieses Interface. Und die müsst ihr dann auch starten direkt. Darüber läuft alles. Und ja, dann geht es zur Polizeistation wie hier. Oh, das ist da, wo man hält, glaube ich. Ne? Das brauchen wir, glaube ich. Machen wir mal hier rüber. Klick. So, lass mal kurz stehen. Danke, Sir. Geht in die Polizeistation, wo er reinkommt. Hey, Frankie. Und geht hier hin und drückt E. Dann kommt ihr rein. Dann kommt ihr zur Charakterauswahl. Was ziemlich fancy ist eigentlich. San Jose Sheriff Station. Lass mal das König Sheriff. So, zur Charakterauswahl, bei der wir Aussehende machen wir es einfach genauso, wie wir es jetzt gerade hatten. So, LSSD, Head 3, Top könnt ihr verschiedene auswählen. Wir lassen bei dem. Gear lassen wir auch bei 0. Und dann Props brauchen wir. Müsst ihr ein bisschen rumprobieren, bis ihr das kriegt, was ihr wollt. Wir wollen gerade nur den Hut, den grünen Hut. Nichts anderes. Da haben wir ihn. Select and Continue. Dann könnt ihr euren Wagen auswählen. Wir wollen natürlich den Sheriff Cruiser, solange bis wir die richtige Library haben. Haben wir sie auch schon gleich. X-Force können wir rauf machen, verschiedene Blaulichter. Hier machen wir wieder das, was wir eben hatten. Damit können wir noch die Siren on machen. Und dann sind wir auch schon auf Patrol. Ja, das so klappt das. Wir steigen aus. Overlay Away hat sich hier gerade verabschiedet. Auch, warum auch immer. So. Da ist aber wieder alles gut. Dann durchsuchen wir unseren Wagen, kriegen unser Karabiner und unsere Pulsich Western. Steigen ein und wir können Callouts kriegen. So zum Beispiel. Nur ein Drugrunners. Weil das gerade so funktioniert hat. Ne, machen wir das jetzt mal nicht. Ich will nicht nochmal riskieren, dass es noch crasht. Jetzt ein kleiner Schicker. Station. So, einmal an den Kojoten vorbei. Wie hoch ist es eigentlich? 5:27. Komm, komm. No risk, no fun. Willst du wirklich dann rüberfahren? Klappt. Ha. Hätte sogar noch ein bisschen closer machen können. Aber wir sind Polizei, wir können das einfach. So, was haben wir jetzt? No Drug Runs. Das kommt verdammt häufig. Da muss ich mal reduzieren, dass das nicht so häufig kommt. Bam. Kriegen wir was Besseres? Shots fired. Sandy Shores. Können wir gleich nochmal umdrehen? Ja. Percy, Local Patrol Units, State Patrol Units, Local SWAT Team, New SWAT Team, Local SWAT Team. Oh mein Gott. So, haben wir gerade alles so ziemlich gerufen. So. Können wir gleich wieder zu unserem Karabiner greifen. So. So, 16. Kein Ziel fahren. Ich sehe kein Ziel. Okay, Ziel scheint am Boden zu sein. Ziel am Boden, Ziel am Boden. Okay. Das ging schneller. Da mussten wir nichts mehr machen. Da ist unser New SWAT-Team. Okay. Dennis Rolle brauchen wir eigentlich. Oh, der hat auch einen 16. Kein Playcheck, aber einen Corona. So, danke, Officers. Alles gut. Gut. Warum ist der denn schon wieder beschädigt? Ups. Wollen wir den nochmal kurz repairen? Repair.
Von wo kommt der Zug? Da habe ich doch einen Hubmann. So, Corona ist da. Kommt noch ein Zug. Gut, perfekt. Dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Die Person ist am Boden. Und Sandy Shores, ein sichererer Platz. Broken down vehicle und Sandy Shores. Oh, das machen wir mal. Da können wir Code One hinfahren. Da müssen wir nicht schnell hinfahren. Da können wir ganz normal ohne Blaulicht, ohne Sirene. Sandy Shores, Los Santos Landfill. Was steht da? In Blaine County. Alles klar, Speed Limit 50. Fahren wir einmal diese sehr spitze Kurve. Klick. Und fahren wir hier einfach links, weil wir es können. Und nochmal hier rechts. Den nehmen wir keine Vorfahrt. Perfekt, der fährt sowieso zur Seite. Warum katapultierst du dich so zur Seite? Okay, egal. Bisschen schneller fahren. Und dann wollen wir hier mal unsere Sirene anmachen. Besonders Blaulicht. Und einfach hier hinter diesem Dukes parken. So. Schönen guten Tag. Ihr Fahrzeug ist zerstört. Beziehungsweise kaputt. Ich werfe mal einen Blick rein. Ja, klar. Gleich zu sehen, der Schaden, mein Lieber. Warten Sie, kann das zu. Ich hatte als Kind mal. Als Kind, genau. Nein, aber ich arbeitete gerne früher an Autos rum, deswegen weiß ich, wie es geht. Gut, sollte alles funktionieren. Fahren Sie mal. Geht das? Klappt das? Ah, perfekt. Schönen Tag. So, und wieder mal der freundliche Sheriff von nebenan gewesen. Die freundliche Spinne von nebenan war gestern. So, perfekt. Oh, Narcotics Activity. Kenn ich nicht. Search the area for criminal activity. Wunderbar, dass wir nicht sehen, wo die Area ist. Kriegen wir es hier vielleicht zu sehen? Ja, da kriegen wir es zu sehen. Also direkt hinter uns. Ah, jetzt sehen wir es auch. So, Narcotics Activity. Ich kenne den Callout nicht. Also jetzt zum Ende nochmal irgendwas Unbekanntes. Mal sehen, was das ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein Drogendeal ist. Ups, mal sehen. Parken wir unseren Wagen rechts. So. Lieber mal Hand ins Holster. Bam. Schaffen wir noch vor dem. Alles gut, Mann. Okay, hier sollen wir jetzt mal untersuchen, ob hier alles okay ist. Warte, wenn wir jetzt so machen, dann ziehen wir unsere Pistole gut. So, weiterhin ans Holster fassen. Klettern wir hier mal rüber. Und ich suche hier alles. Nehmen wir mal unsere Flashlight raus. Gucken hier mal rein. Alles gut soweit. Vielleicht hat der Anrufer uns auch was Falsches gesagt. Beziehungsweise vielleicht ist die Spur kalt. Okay, das sieht, Sir. Entschuldigung, haben Sie irgendwas hiermit zu tun? Das ist nur normales Gras. Okay, fahren Sie ab. Okay. Okay, doch, das waren die. So, runter auf den. Oh Gott, ich wollte gar nicht schießen. Tut mir leid. Geht's Ihnen gut? Bester Polizist, ich wollte gar nicht schießen. Geht mir leid. Geht's Ihnen gut? So, hingehen und in dem Kopf schränken und ich schlag dich. So, perfekt. Meine Liebe. Ich dachte, sie haben nur irgendwie Gras oder so. Und wollte sie so weggehen lassen. Cheyenne, Redford oder Cairn. Ach, meine Güte. Vielleicht war es noch nur Gras, aber ich wollte sie nur wegschubsen. Aber was sie ja macht, dann. Nö, so nicht. So nicht. Gut. Ja. Und ein bisschen Polizeibrutalität, da sie nicht mehr mit Drogen handeln. Bam. Sorry. Geh ein bisschen Richtung böser Kopf. Fahrer, hier drüben. Genau. Der Voodoo da, den wir übrigens bald durch den Impala setzen werden. Gut, ich glaube, der ist ein bisschen stuck. Du machst das schon, tschüss. Bam, weg mit dir. Und gut, dann haben wir den Callout zum Ende auch nochmal geschafft. Und ja, auf jeden Fall eine sehr geile Folge. Hat mir sehr, sehr gefallen heute in First Person. Denkt dran, schreibt in die Kommentare, ob wir ob wir noch eine Folge mit Dings machen sollen. Ob wir noch eine Folge Police Maverick, also bisher Polizeihelikopter-Folge machen sollen in dieser Woche. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr günstige Gameplays haben wollt. Kingwin, Link ist unten in der Videobeschreibung, nicht Kingwin.com. Link ist in der Beschreibung, mit der Code GCD spart ihr noch weitere 3%. Der hat nicht angehalten, hätten wir anhalten können, aber egal.
Und ja, denkt dran, Freitag 18 Uhr twitch.com/compare, LSPD-Fahrerstream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das kann ich sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.